Aber das war eh total sinnlos, was ich gemacht habe. Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Radsport 4. Entschuldigung, dass gestern nichts kam, aber heute geht's jetzt weiter hier. So. Ach ja, hier. Ja, genau, jetzt weiß ich wieder. Ich muss mir kurz mal reindenken, wo wir stehen geblieben sind. Wir hatten... Ja, wo fährt der Zug hin? Ich sehe den gar nicht. Der fährt noch hier hin, den müssen wir noch umlegen, dass er hier lang fährt sozusagen, ne? Da müssen wir dann bloß... War das hier eine Buslinie oder... Ja, das ist eine Buslinie, ne? Die muss noch Abstecher hin machen. Brauchen wir noch das hier. So. Und da fährt die nach der 12 sozusagen nochmal hier hin. So. Genau, so passt das. Da muss man eh irgendwann nochmal ändern, weil ja Straßenbahn hin muss und sowas, ne? Ah ja, es gab ein neues Update. Ich weiß gar nicht, was sich da geändert hat. So, hier habe ich jetzt zweigleisig ausgebaut, ne? Genau. Okay. Siehst du, wir könnten eigentlich... unsere neuen Haltestellen hinzufügen. So. Warum möchte der hier nicht drüber fahren? Weil es nicht können. Ah, ich schwenke aufs falsche Gleis ein. Das ist ja eh total sinnlos, was ich hier gemacht habe. Warte mal, ich will mit meinen Gütern hier enden, richtig? Ich komme von hier. Will ich hier enden? Ich will ja hier enden. Auf dem Gleis. Muss ich ja mit dem ganz rüberfahren. Sag mal, da wär's doch eigentlich viel schlauer, wenn ich hier vier Gleise draus mache. Und sagen wir jetzt mal... Moment. Das nochmal abreißen. Wir sagen jetzt, wir gehen... hier so raus. Das passt. So, mit dem Gleis... Ne, halt, wir brauchen noch eins, was zugeht. Das Gleis muss von hier kommen. Das müssten wir irgendwie hier reinkriegen jetzt. So, ja. So. Das Gleis so. Und hier nochmal eins so. Damit würde der hier reinfahren, genau. Jetzt reißen wir das nochmal ab. Machen das so. Reißen das auch nochmal ab. Machen das so. Machen wir es hier raus, es geht besser. So, Hammer. Funktioniert einwandfrei. Jetzt müssen wir neue Signale übersetzen. Also ich würde sagen, wir brauchen hier unbedingt eins. Wir brauchen hier eins.
Ich würde auch behaupten, wir brauchen hier eins. Und hier wäre eigentlich auch eins wichtig, das könnten wir aber genauso gut hier hinsetzen. Genau. So. Brauchen wir noch mehr Signale? Ja, hier. Hier und hier. Okay. Damit hat sich das schon mal erledigt und das passt. 6-Minuten-Takt auf der Strecke. Können wir mal genauso gut sagen, wir kaufen uns hier was anderes. Und zwar ein Triebwagen. Und ein Wagen ran. Mit einer Zugkapazität von 38. Und jetzt habe ich 54. 2 x 38 ist mehr. Also genau so 4 mehr. So, ab ins Depot. Und ihr geht jetzt auf Süblingen-Fleckenbach. Mit E tun wir gleich die Richtung wechseln. So und so. Ich denke, es sollte genauso gut funktionieren noch. So, in den alten Bahnhof. Das reißen wir komplett ab. Das braucht's nicht mehr. Weil wir ja hier jetzt mit dem Gleis durchgehen müssen. So. Genau. So, was hatte ich mir gedacht? Das ist, soll jetzt die Verbindungslinie sozusagen so rum werden. Das heißt, wir werden hier auf die äußeren Gleise reinfahren. Oder wir fahren auf die rein. Ne, wir fahren auf die äußeren. Also so. So. Oh. Doch ein bisschen weiter in die Richtung. Durch den Wald durch. Und hier ran. So. Und so. Perfekt. Das ist schon mal die eine Richtung. Jetzt müssen wir die Richtung hochzubauen. Für die zwei Städte. Wo wollen wir denn da mit unseren Gütern enden? Landnutzung. Sinnvoll wäre es ja, wenn wir hinten irgendwie reinkommen, ne? Wo es eigentlich egal ist, wir können genauso gut hier ankommen. Also mit den zwei Gleisen hier. Irgendwas ist schon wieder kaputt. Eieiei. Warum nur? Bringt fast die ganze Strecke wieder zum Stehen. Okay, jetzt zurück hier. Wir müssen jetzt hier, würde ich sagen, versuchen hier unter der Straße einfach mal durchzugehen. Hier steht's auch. Hier steht's, weil es hier steht. Haha. Da kommt mir vorbei.
Und wie geil ist das denn? Deswegen steht sie oben auf so einem ganzen Streckenstück. Siehst du mal, dass eh so dieser kleine Zug angerichtet hat, sozusagen, für ein Chaos. Und es dauert jetzt kurz, bis sich das wieder gerichtet hat hier. Bis der losfährt, danach könnte es vielleicht besser werden, oder? Wollen wir mal abwarten? Ja, genau. Jetzt fließt erstmal da alles ab hier. Okay. Guck mal, da entwickelt sich ein Häuser, sehr schön. Wie gesagt, ich würde hier unten drunter durchmachen. Und dann sind wir eh mit unseren Gütergleisen hier. Können wir aber genauso gut die Bestandsstrecke mit benutzen. Hier die Bestandsstrecke nutzen. Und wir machen einen Güterport hier hinten hin oder so. Ein Güterport, also das könnten wir sozusagen. Zwei Gleise Hochgeschwindigkeit. Wir können ihn ja auch einfach in die Strecke mit reinzimmern. Nee, es wird ja eh ein Dreigleisiger. Kommt hier gerade irgendwo was? Nee. Machen wir das so. Dann bauen wir das einfach mit hier rein. So. Und so. Das ist das Durchgangsgleis. Das wäre das. So. Hier ist Steigung zu groß. Ach Mann. Guck mal, so geht's. Toll. So, bauen wir wieder eine Straße rüber als Verbindung. Perfekt. Wunderbar. So, müssen wir hier also noch ein bisschen was wegreißen. Weil das geht so nicht. So und so. Machen wir anders. Moment. Ziehen das Gleis trotzdem so hier.
So. Aber jetzt können wir nämlich hier irgendwo abbiegen. So hier. Und so. Perfekt. Ah, das sieht doch schön aus. So. Und so. Toll. Und den Rest würde ich sagen, darum kümmern wir uns dann morgen. Hier bei Let's Play Transportfieber. Tschüss.